Jetzt habe ich so viel Zeug gefunden, dass ich überladen war und dann dachte ich, komm, bordest du gleich nach Hause, verschaffst das Zeug und dann kannst du frisch starten. Deswegen haben wir ja auch ein paar neue Sächelchen. Ich habe mein ganzes Würtholz verbraten, um einen schicken Bogen mir herzustellen. Der ist jetzt blau. Macht 9% mehr Schaden, wenn ich volle Gesundheit habe. Das finde ich ziemlich cool, wenn man die Eröffnungsschläge macht und tödliche macht. Nach einer Tötung erhältst du 15% Ermächtigung. Wobei ich nicht genau weiß, was Ermächtigung ist. Ich hoffe, dass man dann einfach mehr Damage macht für 5 Sekunden. Speer ist leider nicht besser geworden, außer, also es ist derselbe geworden, außer dass wir 7,9% kritische Trefferchancen drauf haben. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Es wird so langsam. Und mein Bankfach ist jetzt auch wieder etwas leerer und das Craften habe ich auch noch 150 mehr Bankplatz dazu bekommen in Entermesser. Dann können wir nämlich hier schön weitermachen. Und hier vor allem erstmal Quests abgeben. Laurentius. Ja, unser Syndikatsfuzzi. Mal gucken, was er sagt. Ah, endlich. Ja, endlich. Ja, ja, siehst du? Hierin sind Spuren von Malikos Seele. Das ändert alles. Das hast du gut gemacht und ich freue mich, dich zum Skriptor zu befördern. Ja, 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 jetzt muss ich an die Arbeit. Merk dir meine Worte. Deine Hilfe bei meinem Experiment wird dich berühmt machen. Stell dir vor, was wir erreichen könnten, wenn wir es schaffen, Seelenspuren zu ernten. Syndikatskriptor sind wir jetzt. Und jetzt können wir nämlich eigentlich, jetzt können wir auch wieder Fraktionen machen. Wir gucken einfach mal, was könnten wir denn tun, wenn wir denn gerne etwas tun würden. Also hier unten sowieso nicht PvP. Läutere Rankenhain, beschaffe Holmsqual. Reise dorthin und birg alle Öldestillateuren und jagt auf Kreaturen am Genevieve-See. Ja. Ist halt immer so Jagdquests. Also ich denke mal, die werde ich nicht mehr machen da so. In Let's Play, weil die sind ja, eigentlich sind das auch immer so die gleichen, ne? Aha. Die Bücher des Sakristans und diese Azoth behandelten Amulette. Ich muss zwar erst Johannes Schriften studieren, aber ich glaube, damit können wir die Verlorenen besser bekämpfen als jemals zuvor in den letzten 300 Jahren. Na, wer es glaubt? Ich glaube nicht. Lichtholz, Rangaufstieg. Danke. Freut mich. Haben wir eh noch viel, nicht viel. Oh ja, komm. Bankfach ist immer gut. So, haben wir noch was im Örtchen? Ne, wir haben da hinten noch. Müssen wir auch unseren Tee wegbringen, das machen wir gerade mal. Hier wird mir noch eine Quest angezeigt, eine neue, die sich eröffnet hat. Aber nur angezeigt, wir gucken mal nach. Nicht auf der Map ist sie nicht zu sehen. Manchmal kriegt man ja nur so zukünftige Quests angezeigt. Ne, das ist noch von vorhin. Okay, dann geben wir erstmal den Tee ab. Da sitzt unser Künstler immer noch. Mir fällt gerade ein, vielleicht hat er ja eine Folgequest, wo er möchte, dass wir noch mehr Orte besuchen. Oh, hoffentlich nicht. Hoffentlich ist er zufrieden. Und hier ist viel schöner als bei den komischen Wasserfällen. Guck mal, der See. Oder Teich. Wundervoll, das strömende Wasser. Wie die Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel schimmern. Ja, ja. Damit kann ich arbeiten. Was hast du jetzt vor? Nachdem du mir die Stellen auf der Karte markiert hast, muss ich meine Farben zusammenstellen. Es würde nichts bringen, wenn alle fertig sind und dann der richtige Blauton fehlt. Wie, alle fertig? Alle Farben? Alle Bilder? Alle Staffeleien hergerichtet? Ich habe bestimmt noch eine Folgequest. Aber der hat was Nettes an. Die Energie in fließendem Wasser hat etwas für sich. Sie zieht den Blick des Betrachters förmlich auf sich. Eine Kraft, die aus der Leinwand springen und einen Raum füllen kann. Was? Kraft?
wie viel Dynamik sie einem Bild verleiht, wie lebendig man sich fühlt, wenn man es betrachtet, wie es sich bewegt, selbst wenn es ein Stillleben ist. Ich weiß jetzt schon, dass diese Wasserfälle wahre Kassenschlager sein werden. Ich brauche noch mehr Plätze. Es war so klar. Noch mehr Wasserfälle? Ja, in Grauschleier gibt es so viele davon. Es ist das reinste Paradies für Maler. Ich könnte dein scharfes Auge gebrauchen, um mehr Wasserfälle für meine Bilder zu finden. Wir sind ja auch schon an einigen vorbeigelaufen, die auch ganz interessant aussahen, ne? Gucken wir mal. Das ist halt einfach wieder hier, ne? Okay, dann machen wir das schnell. Das eine ist gleich da, da, da. Ist ja irgendwie gleich um die Ecke, ne? Nur die Bären sollen mir nicht anfallen. Die sind echt böse. Da hat mich vorhin schon wieder einer fast erwischt. Nicht lustig. So, da drüben ist einer. Den machen wir als erstes. Ah, Bär. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich meine nächste Rüstung anhab, dann sind die nur noch halb so schlimm. Aber jetzt so mit dem doch wirklich uralt Gier. Ich könnte ja auch eigentlich auf meine nächste Instanz gehen, ne? Da müsste ja dann auch schon wieder richtig coole Sachen geben. Aber leider immer nicht das, was ich will, mittlere. Okay, ja, hübsch. Also wenn er da wirklich überall war, bei den ganzen Wasserfällen, dann kann er das wahrscheinlich so gut, dass es wirklich total genial aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich ziemlich schwer ist, so einen Wasserfall einzufangen. Also im stehenden Bild, dass es wirklich echt aussieht oder richtig einen anspricht. Das ist bestimmt nicht einfach. Hier ist auch schön idyllisch. Oh, da oben ist Sternmetall. Oh, ganz viel. Da habe ich nämlich auch nichts mehr. Und Wirtbaumholz habe ich auch komplett aufgebraucht. Ich möchte höchst gucken, ob ich da noch in irgendeinem anderen Lager was habe. Aber ich meine, ich habe wirklich alles nach Entermesserriff geschafft. Jetzt geht's wieder ans Zurückfarmen. Was ich ein bisschen doof finde, ehrlich gesagt, ist, dass man immer die kleinen Ressourcen auch für alles braucht. Also man braucht immer die Äste und das zweite Tier 2 Holz, um dann Wirtholz herzustellen. Das finde ich irgendwie, das ist ja auch unlogisch. Ich meine, wie will ich denn das alte Holz ins neue reinpressen? Das ist doch irgendwie Schwachsinn. Und warum muss ich hier Eisen und Stahl in das Sternmetall mixen? Okay, das wäre für mich noch nachvollziehbarer, weil das ist dann halt so eine Legierung. Aber beim Holz? Warum muss ich da anderes Holz reinmischen, damit es besser wird oder damit es richtig ist? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber auch beim Metall finde ich es ein bisschen einfach nur stressig, dass man das andere Zeug auch nochmal weiter abfarmen muss. Damit man dann hier seine Barren hat. Und dann brauchst du ja auch die richtigen Anteile. Dann merkst du immer, oh, jetzt habe ich zwar viel Sternmetall, aber dann wieder nicht genug vom Eisen, dann nicht genug vom Stahl und so weiter, um das immer hochzustufen. Ja, wo müssen wir denn hin? Dann eigentlich gleich hier irgendwo. 81 Meter. Von einem Rehlein bewacht. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Déjà-vu. Und der nächste ist da. Da unten. Die sind wenigstens schön beieinander. Bei den anderen mussten wir ja schon ein bisschen weiter auseinanderlaufen. Aber da aller guten Dinge 3 sind, könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal irgendwas hat. Oder braucht. Oder er braucht irgendwelche Blumen für die vollendete Farbgebung oder sowas. Hä? Ich dachte gerade, ist das jetzt weiter weg?
Aber nein, es ist einfach so weit unten. Jetzt muss ich hier. Moment. Wir gehen mal ein bisschen mehr da. Oh, Wölfe. Müssen auch so rumlaufen. Aha, unterhalb hier wahrscheinlich. Obwohl, 130 Meter ist schon noch eine ganz schöne Ecke. Gucken, ob wir da überhaupt runterhüpfen können. Ohne uns das Genick zu brechen. Müsste aber eigentlich schon gehen. Oh Gold. Also Lichtholz ist doch, also gefühlt zumindest. Ich habe jetzt noch nie die Karte verglichen, aber Lichtholz ist, was die Ressourcen, die höheren Ressourcen angeht, einfach effektiver, obwohl es vom Level gleich ist wie Entermesserriff. Findet man viel mehr. Also zum Farmen müsste man nach Lichtholz kommen. Sonst muss man zu weite Strecken laufen. Ja, schon wieder zurück zu ihm. Dachte ich gerade, ups, da ist ja auch noch eine Quest, aber nein. Och, wisst ihr was? Wir laufen hier und dann haben wir hier noch was zu erkunden. Wir müssen ja eh hier irgendwie rum. Und hier hoch kommen wir nicht mehr den Wasserfall, dann folgen wir einfach mal dem Weg. Gucken, was da für ein Fragezeichen ist. Stehen wieder ein paar Häuschen im Wald. Wahrscheinlich wieder nicht viel mehr. Qual des Kanzlers. Okay, wir gucken mal wieder nach Zetteln. Obwohl es ja wirklich spärlich ist hier in diesem Gebiet. Leider war da auch wieder nichts zu finden. Irgendwie bin ich enttäuscht. Ich lese doch so gerne. Ah, ja. Vielleicht hat er für uns ja noch was Spannendes zu tun. Die sind großartig. Danke, dass du sie mir auf der Karte markiert hast. Ich hoffe nur, dass meine Wasserfallbilder mit den bereits in Umlauf befindlichen Werken mithalten können. Was meinst du? Ich bin nicht der einzige Landschaftsmaler Eternums. Malerin Cole ist bereits für ihren Bär auf Wiese und ihre Bergdämmerung berühmt, die sich in den Siedlungen großer Beliebtheit erfreuen. Oh, die kann man bestimmt tatsächlich aufhängen im Haus, könnte ich mir vorstellen. Wasserfälle sind wahrlich mitreißend, aber ich möchte auch ruhigere Landschaften malen. Es gibt nichts Beruhigenderes, als auf einen stillen See zu starren, findest du nicht auch? Es ist fast wie Magie. Ja, dann sitzt er hier ja eigentlich schon perfekt, oder? Und ja, es gibt hier ein paar hübsche Seen. Ich habe mich dazu entschlossen, als nächstes eine Serie regionaler Seegemälde anzufertigen. Sie sollen Auge und Seele beruhigen. Die werden sich bestimmt großer Beliebtheit erfreuen. Und was ist dann mit den Wasserfällen? Die male ich auch. Ich muss sie alle der Reihe nachmalen, um mit dieser Meistermalerin Cole mitzuhalten. Bitte finde 3 inspirierende Seen, an denen du meine Staffelei aufstellen kannst. Wer hätt's gedacht? Und wo befinden die sich? Gleich hier oben. Das ist praktisch. Hat es doch gerade blau geblinkert. Ich habe es doch richtig gesehen. Aber das ist ja auch wirklich kaum zu übersehen. Wenn es jetzt Eisen gewesen wäre in der Dunkelheit, wäre ich bestimmt vorbeigerannt.
Und hier ist ja auch die Sammelrunde. Da kann man richtig gut sammeln gehen, wenn man da immer die Runden läuft. Also wenn ich das mal ganz, ganz dringend brauche, dann weiß ich, wo ich mal morgens die Runden drehen werde. Gut, suchen wir unsere Seen. Möglichst ohne über einen Bären zu stolpern, wäre mir recht. Also der eine direkt am Weg. Müsste ja eigentlich gleich hier sein, oder? Ja, schon noch ein Stückchen. Muss man da rüber? Guck mal, wird Bäume. Und frisst mich der Bär? Frisst er mich? Hoffentlich nicht. Also ich denke mal, da jetzt nichts Besonderes dabei ist, diese Staffeleien aufzustellen, werde ich das jetzt erstmal machen. Und wenn wir das erledigt haben, ich sammle hier jetzt noch ein paar Sachen ein, dann sehen wir uns natürlich bei unserem Maler wieder. Also es ist quasi hier hinten am See eine und ganz da hinten, wo die anderen Würtbäume sind, auch noch eine. Nee, die anderen Würtbäume sind tatsächlich sogar hier. Aber hier ist auch Zeug, das weiß ich. Deswegen werde ich auch noch einiges einsammeln gehen nebenher. Also, bis gleich wieder bei unserem Malermeister oder unserer Malermeisterin. Wir wissen es nicht so ganz genau. Oh, wir haben alle drei gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob er schon glücklich ist. Fantastisch! Die Plätze, die du ausgewählt hast, fügen sich perfekt in die Landschaft ein, als wäre ein Stück vom Himmel auf die Erde gefallen. Diese Seen zu malen wird das reinste Vergnügen. Und Cole hat noch nichts dergleichen gemalt. Echt nicht? Nein, ich werde der Erste sein, der diese Seen malt. Schon bald wird man mich als Maler von Seen und Wasserfällen kennen. Danke, dass du sie mir auf der Karte markiert hast. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Sag bloß, er ist glücklich. Wuhu! Die Handschuhe sind ganz normal. Dann wären wir ja in der Ecke endlich mal fertig. Sieht gut aus, bis auf den Bären, der viel zu schwer ist. Im Moment noch. Dann gucken wir mal, was hier ist. Hier drüben. Na, ja, das sieht doch wieder sehr nach Verderbten aus. Kleines Lager. Oder ein großes Lager mit einem großen Feuer. Raiders Höhle. Ah, okay. Hier müssen wir auch ein bisschen auf die Jagd gehen. Liebe Jäger, wir nehmen mal wieder unsere Axt. Bisschen Training. Oh, Eisstülpen der Verderbnis. Ich sollte das Portal aber vorher als erstes machen. Oder? Ich muss nochmal den Tooltip lesen. Weil der hat ja wirklich. Der braucht ja eine Weile, ne? Bis der sich aufbaut. Deswegen gehe ich davon aus. Warte mal. Strudel zieht Gegner innerhalb von 10 Metern 3 Sekunden lang in sein Zentrum. Endet mit einer Schadensexplosion. Ja eben. Also der bringt gar nichts, wenn ich den nicht als erstes mache. Das heißt, ich müsste den eigentlich... hier hinpacken. Und dann kann von mir aus... So... Gucken wir einfach mal.
Weil wenn es auf der 3 ist, dann benutze ich das immer nicht. So. Dann macht es nämlich Peng, während ich da noch weiter metze. So muss es sein. Besiege Rostherzjäger. Oh, sind die woanders? Nö, eigentlich schon hier. Da wird doch wieder gehackt, ich hör's. Was? Ich hab keinen am Hacken? Ugh. Ist das so ein Ausläufer von denen, wo wir vorhin waren und ich dann aber weggeportet bin? Das waren doch auch so welche. Aber wir brauchen jetzt noch Rationen von Schlachtern. Kriegen wir die. Und Rostherzjäger. Einen. Und zwei Schlachter. Was sind das da? Da ist doch schon einer. Gucken wir mal, was dabei hat. Sieht doch schon mal gut aus. Und was haben wir da hinten? Was seid ihr, Söldner? Handwerker, die haben auch noch hier so eine Höhle. Oh, da hat es auch Magnetit. Söldner. Bergarbeiter. Und der Söldner ist wieder so doof. Aber den Magnetit, den braucht irgendwie kaum einer, oder? Ich sehe den oft, dass der gar nicht abgeerntet ist. Wenn ich jetzt eins mache, zieht es dann den Typen hierher? Ist das wie Pullen? Nicht wirklich. Also ganz werde ich aus diesem Skill nicht schlau. Es könnte doch mal wieder ein Level abkommen für die Axt. Gab jetzt schon eine Weile nichts mehr. Aber ich glaube, ab Level 5 wird das happiger. Oh, da ist auch noch ein großes Eisen. Im Schatten. Ich glaube, da hole ich mir lieber das Eisen als den Magnetit. Der hubelt's wieder so. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit dem Sulf, wie hieß es? Was da am Boden immer ist, das, das fällt mir nicht ein. Das braucht man ja dann für die, zum Pulver machen. Und da habe ich auch zuerst gedacht, wofür brauche ich das, wofür brauche ich das? Habe es halt immer mitgenommen, fleißig gesammelt. Und hinterher war ich froh, dass ich so viel davon hatte. Dann nehme ich auch immer alles mit. Man weiß ja manchmal gar nicht, wofür. Das ist ein Handwerker, aber der hat da eine Kiste. Komme ich in die Kiste, ohne dass er mich sieht? Durch die Wand? Ist sehr schön. Und Halsstulpenanhänger. Okay. Brauchen wir immer noch so einen blöden Jäger und einen Metzger. Wie sehen denn die Jäger aus? Da haben wir ja mal einen Schlachter. Ach, das hat ihn wieder nicht getroffen. So, und jetzt brauchen wir noch so einen Jäger. Da ist einer. Natürlich mit einem. So einen Bogen oder hat der nur einfach so komisches Zeug auf dem Rücken? Jetzt hätte ich gedacht, das wäre ein Knochenbogen, aber nee. Gut. Dann müssen wir wieder zurück hier hin. Und wir werden aber hier ein bisschen erkunden gehen. Wenn wir schon da sind und wenn wir in die Richtung müssen. Ich nehme euch mal mit. Damit ihr seht, wo ich da hinlaufe. Kommt man hier durch, durch die Berge? Nee, ist hier viel zu hoch und zu steil. So, hier irgendwie außen rum. Oder kommt man durch die Höhle? Nö. Aber da oben zweigt es gleich ab. Ich gehe mal über die hier, dann werde ich vielleicht nicht so verfolgt von den ganzen
Verderbten da. Ah, da kommt man hier hoch. Ja, super. Dann bin ich aber gespannt, was da oben ist. Wahrscheinlich noch ein kleines Lager von denen, könnte ich mir vorstellen, weil hier ja doch einige von denen sind. Mal schauen. Ein Turm. Ein Wachturm. Sieht aus wie aus Warcraft. Aha, aha, aha. Sternenmetall. Oha! Was ist das? Das Wappen kenne ich gar nicht. Was ist das? Vor aller Sa. Was ist das? Hier ist nichts. Ist das was Zukünftiges? Oder, keine NPCs? Okay, sieht aber auch irgendwie so PvP-mäßig aus. Und nochmal ein Portpunkt. Sieht man jetzt eigentlich den? Ja, den sieht man inzwischen. Wieso sind da jetzt so viele Portsteine? Also ich denke mal, dass es vor irgendwas Wichtigeres sein könnte. Weil, warum sollte man hier einen haben und da? Wo man doch genauso gut von hier auch hierher laufen kann. Eisenbruch. Da kann man wohl, kann man da noch ganz hinterlaufen? Sollen wir mal gucken? Wir gucken es uns mal an. Ah, ist das einfach nur... Ach, ist das das Vorbereitungszelt? Was in den anderen Gebieten ist, das Vorbereitungszelt? Oh nee, das ist doch hier. Das wäre sonst ein bisschen arg weit weg. Ob's irgendwas muss es ja gut sein, weil da hinten oben steht auch so ein riesiges Zelt. Mal gucken. Die Flagge sagt mir jetzt gar nichts. So weiß, blau... Bestimmt irgendwas für einen zukünftigen Content, könnte ich mir vorstellen, weil hier nichts ist, niemand, keine Gegner, keine... Hier, und das sieht wirklich so richtig, wir müssen deffen. Oha, guckt mal, und Sprengstoff. Ja, 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 das ist bestimmt irgendwas und super Ausguck über das ganze Gebiet. Da unten ist auch nochmal so ein Turm. Muss mal gucken, ich könnte mir vorstellen... Okay. Ja, irgendwann laufen wir da und irgendwann wissen wir es. Wie gesagt, vielleicht kommt's noch. Das ist bestimmt was Zukünftiges. Oder irgendwelche Events, von denen ich noch nichts weiß. Weil ich mich ja immer in den Low-Level-Gebieten herumtreibe. Dann noch hier um die Ecke und hier hinter gucken. Ich glaube, diesmal ist keine Gefahr, dass ich mich mit Materialien voll lade, sodass ich doch nicht hingucken kann. Ich so voll bepackt bin. Ich kann übrigens inzwischen Würtholz trecken. Ich bin gut genug. Also das Holzfällen, das dauert ewig, bis es hochgeht. Weil man eben an denen nie kaum noch was kriegt. Und an den anderen, die anderen ja nicht so üppig da herumstehen. Oh, schaut euch ganzen blauen Bäume an. Da will ich nachher nochmal vorbei müssen. Ja, aber jetzt gucken wir erst, was hier hinten ist. Krächzende Wesen. Die Waisenhöhle. Ist das named? Oh, oh, oh. Wie heißt der? Hatschepsut!
Okay. Elite. Die will ich nicht dran versuchen. Und die hier. 48. 48? Okay. Und hier kann man kein Gebiet entdecken. Das gehört auch zu der Höhle. Okay, dann gehe ich da mal noch nicht hin. Das sind aber auch so vom Skin her andere, wie ich kenne. Na, guckt mal, das ist so ein den hatten wir noch nie. Wesen der Verderbnis. Okay, dann trauen wir uns da mal noch nicht hin. Gehen wir mal lieber unsere Quest ab. Und ernten noch ein bisschen Bäume ab, die ein bisschen ungefährlicher sind. Also natürlich die Katzen, aber Leder kann ich auch immer brauchen. Katzen sind ja nicht so schlimm. So, kommt der auch zum Holzfällen? Der Typ? Nö, der läuft vorbei. Okay, ich hack mal noch ein bisschen Holz und unten beim Questgeber sehen wir uns dann wieder. Jo, da bin ich wieder. Gut gemacht. Ohne ihre Rationen und Jäger werden die Verderbten hungern. Und hungrige Soldaten und verzweifelte Soldaten sind unachtsam. Wie gesagt, ich frage mich, ob die überhaupt sowas brauchen. Klar, sie haben immer Rationen da. Naja, okay. Vielleicht weil man so ein bisschen immer im Kopf hat, naja, so Untote brauchen nichts. Sie sind irgendwie animiert von einer fremden Macht. Und wenn die fremde Macht nicht mehr existiert, dann fallen sie halt in sich zusammen. Aber jetzt mal so überlegen. Man, es gibt ja auch Untote, die Heißhunger auf gewisse Körperteile haben. Ja, die haben dann natürlich auch wieder Hunger. Okay. Aber wir haben sie jetzt. Wir haben so ein paar Rationen haben wir ihnen weggenommen. Also ich hätte es schon besser gefunden, wenn es ein paar mehr gewesen wäre. Es sind nur zwei. Irgendwie, oder? Na, mal gucken, ob sie noch was hat. Ich hatte darüber nachgedacht, Waldläufer aus anderen Gebieten um Hilfe zu bitten. Aber ich glaube, wir beide können das schon deichseln. Ich kümmere mich um die Aufklärung und du führst die Angriffe aus. Ja, scheint zu funktionieren. Die Hauptaufgabe der Verderbten hier ist die Waffenversorgung ihrer Truppen. Sie betreiben eine vollumfängliche Produktionskette, vom Schürfen des Erzes bis hin zum Schmieden der Waffen. Ja, das haben wir schon gesehen. Da waren Handwerker, da waren Erzhacker und alles Mögliche. Tja, wo könnte man sie denn am empfindlichsten treffen? Das Herz der Operation befindet sich hier in den Minen, wobei die äußerst gut geschützt sind. Ich denke, du solltest die Eisenfelder im Norden angreifen. Dort lagern sie Waffen. Viel Glück! Und sie wollte doch kundschaften oder sowas. Jetzt soll ich es alleine machen? Okay, stilverderbte Waffen aus den Eisenfeldern. Okay, das ist ja gleich hier oben. Und sie versteckt sich wieder. Und wir dürfen arbeiten. Mehr rechts, da den Berg runter wollen wir nicht in den Krater. Bäumchen sind auch wieder da. Gut, aber wahrscheinlich in der Höhle oder hier? Oh, nur hier, oh, schön. Machen wir mit dem Speer, geht ein bisschen schneller. Nervt mich gerade ein bisschen. Das Rumgehacke da mit dem. mit der Axt. Also besiegen und Waffen aus Truhen. Brauchen wir. Da guckt man, das ist alles viel effektiver jetzt. Ich glaube, so die Waffen und sowas skillen kann man auch sehr gut. Wenn man dann irgendwie diese ganzen Auftragssachen macht, die oft Anschlagsbrettsachen. Obwohl, die will man ja oft auch schnell machen und zügig.
Und nicht da rumeiern. Aber ja, irgendwie muss man sie erst killen. Manche sagen ja, man soll die Übungswaffe mit in die Instanzen nehmen und dann halt immer einmal mit dieser Waffe auf den Gegner schießen. Dann kriegt man ja die Hälfte an XP für diese Waffe. Das soll eigentlich quasi so am effektivsten sein. Aber für mich ist es immer nervig. Dann kann ich nicht so volle Power machen, weil dieser Wappenwechsel wird ja auch immer nochmal Zeit verbrauchen, die man dann eben nicht der Gruppe hilft quasi, sondern nur sich selbst. Und klar, wenn die Gruppe stark ist, ist es ziemlich Schnurz. Aber trotzdem, irgendwie bin ich dann halt immer so ein bisschen hintendran, fühle ich mich dann. Oder nicht wirklich helfend. Und das will man dann ja doch auch sein. Siege Rotherz-Söldner, Bergarbeiter, wahrscheinlich schon auch eher in der Höhle, könnte ich mir vorstellen, wobei die Bergarbeiter hier auch überall noch rumhacken. Also bei denen sollte das kein Problem sein. Und Söldner haben wir ja auch gesehen, ne? Ach, dann hauen wir jetzt alles hier um, was hier so gibt. Hallöchen, hübsche Jägerin. Ein Reh. Jäger. Da haben wir einen Bergarbeiter. Oh ja, wir müssen was essen. Oh nom. Da hinten kann man auch dann direkt zum Bergwerk. Da habe ich gesehen, da sind so ein paar Aufbauten. So, da wäre so ein Söldner. Und dahinter ist noch ein Bergarbeiter. Und noch ein Söldner. Okay, alle auf einmal. Ist halt immer doof da mit den Schilden. Oh ja, man merkt's. Nützt ihnen aber nichts. Und Kisten nicht vergessen. Wie viel brauchen wir denn aus Kisten? Oh, nur 4, das geht. Das geht ja. Und stark, die Söldner, die Minenbergarbeiter hier. Aber klar, die hacken ja auch den ganzen Tag und die Söldner stehen nur rum und halten Wache. Wo sollen die dann Stärke herkriegen? Es sei denn, sie trainieren so irgendwann mal. Jetzt brauchen wir nur noch. Ach doch, wir brauchen jede Menge Bergarbeiter. Dann gehen wir doch einfach mal da am Berg entlang. Da steckt das Speer im Fels. War durch den Baum nicht so ganz gut zu sehen. So, ist da eine Wache dabei? Ne, die Wachen haben ja Schilde, ne? Na, dann müssen wir wahrscheinlich dann Richtung... Ah, da stehen sogar 2. Hey, hey. Oh, ich sollte vielleicht erstmal heilen. Wobei die echt nicht viel aushalten. Habe ich auch nicht gerade. Ah, hau drauf! Der da ist so fies. Der unterbricht mich immer. Der Jäger. Mit seiner Axt. Och nee, jetzt kommt da noch ein Bergarbeiter an. Also nochmal feste Druck. Sag mal. Jetzt brauchen wir trotzdem noch 2 Kisten. Vielleicht hat es da drin eine. Oh ja. Ja. Und jetzt müssen wir noch eine finden. Oh, der hat mich tatsächlich gesehen. Ah! Attacke! Da hinten ist noch ein Lager. Da könnte noch eine Kiste sein. Oder ist das das, wo wir schon waren? Ah, nein, da hat es eine Kiste. Ne, warum nicht auch mal mit dem Bogen? Oh, Mist! Also ich fress gerade echt Schaden bis zum Geht nicht mehr.
mir nicht so. Steht noch so einer. Wir haben alles. Oh. Mein Speer ist aufgestiegen, ne? In welche Richtung müssen wir dann hier? Den Berg. Hallo? Den Berg hinauf? Erstmal in Sicherheit. So, unserer Spionin, die nichts getan hat, außer Ausschau gehalten. Ganz wichtig. Oh ja, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Es gibt Leute, die klüger sind als ich. Hast du die Waffen ergattert? Ausgezeichnete Arbeit. Zeig mal her. Das sind äußerst hochwertige Waffen für die Verderbten. Wie? Oh nein, das gibt's doch nicht. Meisterschmied McCoy? Oh, ich nehme mal an, wir müssen einen Boss töten. Weil das sich einer vielleicht hat verderben lassen. Meisterschmied McCoy war jahrelang der beste Werkmeister in der tiefen Schlucht. Wenn er Waffen für die Verderbten herstellt, dann hat er uns verraten. Oder ist inzwischen selber einer. Weißt du, wo er ist? Es gibt keinen Zweifel. McCoy leitet die Operation in Corleys Bergwerk. Ich fürchte, damit bedeuten unsere Anstrengungen nur einen kleinen Rückschlag für die Verderbten. Ja, dann sollten wir den McCoy vielleicht ausnocken? Ein direkter Angriff auf Corleys Bergwerk? Oh ja, natürlich. Du bist wirklich mutig, aber vielleicht auch ein wenig verrückt. Na schön. Töte Meisterschmied McCoy und nimm sämtliche seiner Pläne an dich. Pass gut auf dich auf. War keine Elite-Quest, oder? Nö. Na, dann nehmen wir uns des Schmiedes mal an. Dann haben wir nämlich die Ecke hier hinten schon erledigt.